Die deutschen Medien wollten die AfD mal wieder zerstören, aber dieser Schuss ging komplett nach hinten los. Die beiden AfD-Politiker Büstron und Kras sprechen jetzt Klartext zu der neuen Verleumdungskampagne aus Tschechien und zerlegen die deutschen Medien komplett. Und das, was sie dort sagen, ist wirklich harter Tobak. Schauen wir uns diese Aussagen mal an. Los geht's. In den letzten Tagen gab es mal wieder eine massive Kampagne gegen die AfD und es wurde versucht, die Partei mit Hilfe von einer Spendenaffäre zu schaden. Jetzt haben sich die beiden in die Kritik geratenen AfD-Politiker Büstron und Kral geäußert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Aber vorab ein, zwei Sätze, worum es geht. Der Stern schrieb, Europapolitiker der AfD geraten zunehmend in Kritik. Die tschechische Regierung hatte am Mittwoch über die Enttarnung eines von Moskau finanzierten Propagandanetzwerkes informiert, das die in Prag ansässige Internetseite Voice of Europe nutzte, um in der EU Stimmung gegen die Unterstützung der Ukraine im Krieg zu machen. Dabei soll nach Informationen der tschechischen Zeitung auch Geld an Politiker aus Deutschland, Belgien, Frankreich, Polen, Ungarn und den Niederlanden geflossen sein. Unter den genannten Politikern finden sich nach Recherchen des Nachrichtenmagazins Spiegel auch zwei Europapolitiker der AfD, und zwar Maximilian Krah und Peter Büstrom. Ein nicht genanntes Regierungsmitglied sagte demnach unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst BIS in Bezug auf Büstrom, sie können die Übergabe von Geld als Audio belegen. Insgesamt soll das russische Netzwerk mehrere hunderte Euro an den europäischen Politiker geflossen sein, offenbar um Desinformationen zu streuen und die Wahlen zu beeinflussen. Okay, also da gibt es eine Internetseite mit dem Namen Voice of Europe, die von Russland finanziert wird und dort werden russlandfreundliche Inhalte publiziert. Und deswegen wird diese Seite als Russland-Propaganda deklariert und die beiden AfD-Kandidaten, die dort Interviews gegeben haben, stehen jetzt ebenfalls in dem Verdacht, Russland-Propaganda betrieben zu haben und dafür auch noch Geld genommen zu haben. Und selbstverständlich greifen unsere deutschen Qualitätsmedien und auch die Ampelregierung das sofort auf und sprechen von einer Attacke gegen die Demokratie. Und ganz vorne dabei natürlich wieder unsere Lieblingspolitiker Faeser und Baerbock, die schreiben, die Putin-Freunde der AfD ließen für die russische Propaganda einspannen, sagte Innenministerin Faeser im Spiegel. Und Außenministerin Baerbock nannte Russlands gezielte Einflussnahme am Freitag Teil der Kriegsführung von Kreml-Chef Putin. Die Bundesregierung kündigte an, gemeinsame Polen Frankreich ein Frühwarnsystem gegen Propaganda aus dem Ausland errichten zu wollen. Also der Vorwurf an die AfD ist hier ganz klar. Die AfD mache Propaganda für Putin und werde dafür bezahlt. Und das geht natürlich jetzt rauf und runter durch die ganzen öffentlichen Medien, nur um der AfD damit zu schaden. Und dabei ist die Masche der Medien wie immer dieselbe. Es werden massenhaft Lügen verbreitet, nur um die AfD zu schaden. Weil mittlerweile haben sich beide AfD-Politiker ganz klar geäußert und haben diesen Medienlügen widersprochen. Die Tagesschau schrieb heute, Büstrom bestreitet Zahlungen aus Russland. In der Affäre um pro-russische Desinformation bestreitet der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Büstrom Zahlungen von der Internetplattform Voice of Europe oder von Russen erhalten zu haben. Zu keinem Zeitpunkt habe ich von den Mitarbeitern der Voice of Europe oder irgendeinem Russen Geldzahlung oder Kryptowährungen erhalten, schrieb er in einer Stellungnahme an die Parteispitze, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Und auch Maximilian Krah hat sich dazu geäußert. Der Stern schrieb, Maximilian Krah ließ über einen Sprecher ausrichten, er sei zweimal auf der pro-russischen Internetseite aufgetreten, habe dafür aber selbstverständlich kein Geld bekommen. Also, meine lieben Zuschauer, da habt ihr es. Beide AfD-Politiker sagen eindeutig, dass sie kein Geld für diese Auftritte genommen haben. Und damit sind sowohl die Aussagen aus dem tschechischen Nachrichtennetzwerk als Lügen aufgeflogen und nicht nur das, sondern ja auch die Weiterverbreitung dieser Lügen in den deutschen Medien steht damit unter einem komplett anderen Licht. Und hier kann man wieder ganz deutlich sehen, die deutschen Medien veröffentlichen
Hier lügen aus dem Ausland weiter, nur weil es in ihre Strategie passt, der AfD zu schaden. Und das sehen wir wirklich am laufenden Band und zeigt, wie man in Deutschland gegen die politische Konkurrenz vorgeht. Diffamierung mit Hilfe von Lügenkampagnen. Und genau das sagen auch die beiden betroffenen Politiker und reden darüber Klartext. Die Tagesschau schreibt weiter: Büstron, der für die Europawahl am 9. Juni auf Platz 2 der AfD kandidiert, schrieb von einer Diffamierungskampagne gegen Politiker von 6 europäischen Parteien, darunter auch mich. Er habe bereits Kontakt zu Anwälten sowohl in Deutschland wie in Tschechien aufgenommen, um gegen diese Verleumdung vorzugehen. Und genau das sind es: Verleumdungen, eine reine Diffamierungskampagne. Und jetzt, nachdem ja die Lügen in den Medien über die Geldzahlung eindeutig widerlegt worden sind, kann man natürlich auch noch über die Interviews an sich sprechen. Und auch hier muss ich sagen, es ist doch vollkommen egal, welcher Politiker welchem Medium ein Interview gibt. Es geht nur um die Inhalte. Solange diese Inhalte in Ordnung sind und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen, ist dagegen rein gar nichts einzuwenden. Und unsere Politiker heulen jetzt rum, dass die AfDler einer Zeitung ein Interview gegeben haben, das von Moskau finanziert wird. Ja und? Ein Großteil der deutschen Medien wird von Berlin finanziert. Und da heult auch keiner rum. Also was sollen diese unsinnigen Vorwürfe? Es geht wie gesagt um die Inhalte. Und auch diese Aussage von russlandfreundlichen Medien ist einfach noch lächerlich. Weil wenn du in Deutschland nämlich eine andere Meinung zum Ukraine-Krieg hast, dann bist du laut Medien automatisch ein Russlandfreund und Putin-Versteher. Selbst ich werde mit meinem YouTube-Kanal ja ständig als Russlandfreund oder als Putin-Versteher bezeichnet, nur weil ich eine andere Meinung zum Ukraine-Krieg habe. Und wisst ihr was? Mir ist das vollkommen egal. Ich berichte über die Wahrheit und wenn mich jemand dafür kritisiert, dann juckt mich das nicht die Bohne. Was mich aber extrem ärgert, ist einfach mal die Tatsache, dass die AfD wieder erneut mit einer Lügenkampagne diffamiert werden soll und die öffentlichen Medien das einfach so mitmachen, ohne das Ganze zu hinterfragen. Und ich hoffe wirklich, das wird sich bei der Wahl 2025 endlich ändern. Und wisst ihr, was das Krasse ist? Es werden ja nicht nur die Lügen über die AfD verbreitet, sondern es soll jetzt auch noch Systeme gegen die AfD eingerichtet werden. Baerbock sagte ja selbst, die Bundesregierung kündigt an, gemeinsam mit Polen und Frankreich ein Frühwarnsystem gegen Propaganda aus dem Ausland einrichten zu wollen. Und was soll denn das heißen, Propaganda aus dem Ausland? Und warum gibt es keine Systeme gegen Propaganda aus dem Inland? Gegen Propaganda der eigenen Regierung? Tja, ich kann euch sagen, warum. Weil mit dem Steuergeld soll selbstverständlich nur die Meinung der politischen Konkurrenz eingeschränkt werden, aber nicht die Meinung der eigenen Regierung. Vor kurzem haben wir das ja bei dem TikTok-Kanal von Maximilian Krah gesehen, der AfD, der ebenfalls zensiert wurde. Aber warum wird nicht mal Faeser, Baerbock oder Habeck zensiert? Warum nicht? Weil mit denen ihre Politik stehen die ja schon lange nicht mehr auf dem Boden unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also anstatt endlich mal gegen die vorzugehen, kündigt Baerbock jetzt ein System gegen Auslandspropaganda an. Also gegen böse Leute wie zum Beispiel mich, die im Ausland sitzen und die Regierung kritisieren. Und sorry, aber das hat wirklich absolut nichts mehr mit Rechtsstaat zu tun. Was sagt ihr denn zu dieser Anti-AfD-Kampagne? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.